Hallo, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich es geschafft habe, meine Haare ohne zu färben schön aschig zu bekommen, beziehungsweise den Orange-Gelb-Stich aus den Haaren zu bekommen. Hierzu habe ich einfach nur das Fanola No Yellow Shampoo benutzt und das Ganze habe ich ungefähr 2 Stunden im Haar einwirken lassen. Und wie ich es gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr auch nochmal das Vorher-Nachher, wie gelb-stichig, orange-stichig mein Haar vorher war und wie schön aschig das Ergebnis danach ist. Das ist wirklich unglaublich und das auch nur mit dem No Yellow Fanola Shampoo. So, jetzt zeige ich euch, wie ich vorgegangen bin. So, als erstes habe ich meine Haare gründlich durchgekämmt, damit alles schön knotenfrei ist. Dann die Haare angefeuchtet. Hier habe ich noch eine kleine Info am Rande. Und zwar achtet darauf, dass eure Haare zwar feucht sind, aber nicht allzu stark nass, sodass diese lilanen Pigmente auch von eurem Haar aufgenommen werden können und nicht am Haar abperlen, weil da halt zu viel Wasser dran ist. Dann, wie man sehen kann, habe ich mir eine Milchstulpe geschnappt und diese um meinen Hals herum drüber gestülpt, als Schutz vor dieser lilanen Farbe. Das eignet sich auch vor allem sehr gut, wenn man seine Haare kürzen möchte. So landen alle Haarschnipsel in dieser Mülltüte und nicht auf dem Boden. Dasselbe gilt natürlich dann auch mit diesem lilanen Shampoo. Bevor man aber zum lilanen Shampoo von Fanola greift, sollte man sich entweder Handschuhe anziehen oder, wie ich jetzt im Video, seine Hände vorher mit ein wenig Creme eincremen, so wie auch seine Ohren und die Stirn, damit diese lilane Farbe später auch schön gründlich abgeht. Denn wenn man es nicht macht oder keine Handschuhe trägt, dann bleiben die Hände wirklich für Tage lila. Deswegen achtet darauf, dass ihr bei dieser Behandlung sozusagen Handschuhe trägt oder eure Hände vorher eincremt. So, nachdem ich also dieses lilane Shampoo überall gründlich verteilt habe und auch gerade nicht wenig von dem lilanen Shampoo benutzt habe, habe ich die Mülltüte sozusagen über meinen Kopf gestülpt, meine Hände gründlich abgewaschen und das Ganze für 2 Stunden im Haar einwirken lassen. Am Ende habe ich das ausgewaschen und hier seht ihr meine Haare nochmal im krausigen Zustand, wie krass sich das Ganze zum aschigen Ton entwickelt hat. Und hier sind sie natürlich auch nochmal frisch frisiert. Und das ist wirklich richtig heftig. Ohne das Haar färben zu müssen, kann man das Ganze mit diesem Fanola No Yellow Shampoo sozusagen behandeln. Kann ich wirklich jedem empfehlen, falls ihr einen gelben oder orangenen Stich im Haar habt. Schaut gern vorbei, den Link zu diesem Shampoo werde ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal reinsetzen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Probiert es aus, schreibt mir eure Erfahrungen gerne in die Kommentare und ansonsten, ja, hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!